absolut in Ordnung geht. Annabel Balkenhol, für Sie gilt genau das, was ich auch zu Christoph Groschel sagte. Auch Sie zum ersten Mal für Deutschland beim Championat dabei mit Ihrem Pferd Dablino, dem 10-jährigen Hannoveraner, der von De Niro abstammt. Hier sehen Sie Ihren Trainer, Ihren Vater, und der ritt so viele Championate mit Goldstern. Olympische Spiele, WM, Europameisterschaften und oft dabei Mannschaftsgold gewonnen. Annabel, 38 Jahre alt, kommt aus dem nordrhein-westfälischen Rosendahl. Hat vielleicht nicht ganz das coole Nervenkostüm ihres Papas geerbt, der ja Polizeireiter seiner Zeit war. Überschaubar strukturierter Beginn dieser Kür von Annabel Balkenhol und ihrem Dablino, der mit 10 Jahren absolut zu den jüngeren Pferden der Konkurrenz zählt. Kleine Unebenheit hier im Takt beim Schritt. Ein Pferd, das, wenn es sich vielleicht noch ein wenig mehr ausbalanciert, vor allem in der Piaffe auch noch mehr reifen kann. Eine Reiterin, die vielleicht dann auch noch mehr Erfahrung sammelt auf dem Rücken ihres Pferdes in der Zukunft, auch dementsprechend vielleicht noch ein Stückchen lässiger und mutiger und angriffslustiger werden kann. Traversale, nicht optimal zunächst vorgestellt, jetzt überholt so ein bisschen die Hinterhand im Vorwärts-Seitwärtsgang die Vorhand. Schön gemacht, die Zweierwechsel, und dies auf gebogener Linie, auf der eines Zirkels geritten.
und die Arena-Wechsel. Und daraus Übergang zu den Zweierwechseln. Hoppla, schade. Ein bisschen groß. Der Kreis, den die Hinterhand hier beschreibt, da muss auch das Pferd sich noch ein bisschen mehr setzen in der Pirouette. Bisschen besser tragen. Oh, jetzt reiht sie Dreierwechsel. Die gibt es in einem Grand Prix genauso wenig wie in einem Grand Prix Special. Die gibt es eigentlich nur in Prüfungen, die weniger anspruchsvoll sind. Schon mal so ein wenig darauf achten, wie der Oberarm des Vorderbeins nach oben geht, der optimal fast in die Waagrechte gelangt bei einer Passage. Während sie im Vergleich zu Dablino nachher bei den Spitzenpferden, nicht nur bei Totilas, doch einen deutlichen Unterschied sehen. Ordentlich gemacht, brav gemacht.